Wir sind heute hier an einem Tatort, wo am 19.03.2020 der Kaiseradler Alois illegal erlegt worden ist. Im Rahmen unseres Schutzprogramms für den Kaiseradler werden natürlich sehr viele Aktivitäten gesetzt und viel Aufwand betrieben, um diese Art gut zu schützen. Und es schmerzt natürlich dann sehr, wenn ein Individuum gewaltsam zu Tode kommt, unnötig eigentlich. Und es ärgert dann natürlich schon, wenn man sich denkt, man lebt in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert und es ist nach wie vor illegale Greifvogelverfolgung die größte Bedrohung für solche seltenen Arten. Seit 2016 haben wir eine Zusammenstellung der Fälle gemacht in einem Wildtierkriminalitätsbericht von WWF Österreich und BirdLife. Und da kommen wir zu einer Zahl von zumindest 145 Fällen, weit mehr Meldungen, aber 145 Fälle, die sich dann tatsächlich als illegale Verfolgungsfälle herausgestellt haben. Der Kaiseradler Alois ist ein besonderer Vogel gewesen, der ist geschwächt aufgefunden worden. Im Jahr 2019, er ist dann auf der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gesund gepflegt worden und wir haben ihn dann im Zuge vom Pan-O-Nigel Live-Projekt mit einem Sender ausgestattet. Wir können die Bewegungen des Vogels eigentlich in Echtzeit verfolgen und durch diese Möglichkeit haben wir dann festgestellt, dass der Kaiseradler Alois am 19. März 2020 hier in der Nähe von Gunskirchen geschossen wurde. Die Daten haben uns da ganz klar gezeigt, dass er gestorben ist, dass er einen Temperaturabfall gegeben hat und das Bewegungsmuster war eben eindeutig für einen illegalen Greifvogelverfolgungsfall. Die Anzeige ist dann bei uns erstattet worden und wir haben uns das dann angeschaut anhand der Daten. Wir haben uns hier den Tatort angeschaut, dann die weiteren Bewegungen des Vogels, wie ist er offensichtlich transportiert wurden. Aufgefallen ist, dass der Kaiseradler sich nicht mehr wie gewohnt im Flug bewegt, sondern eben hier ziemlich in Bodennähe transportiert wird, also Sendedaten schickt und das den Augenschein macht, dass er eigentlich circa in einer Höhe von 2 Meter über Grund, das macht kein Vogel beim Fliegen, durch die Gegend transportiert wird. Und haben dann eben auch festgestellt, dass der Sender in der Traun, wir gehen davon aus, dass es nur der Sender war, in der Traun hier versenkt worden ist. Betrachtet man jetzt die Motivation und fragt man, wer ist das, der illegale Verfolgung von Greifvögeln tatsächlich begeht, dann gibt es im Prinzip die Möglichkeit darauf zu schauen, wer sind diejenigen, die verurteilt worden sind. Und das sind allesamt bis dato, in den wenigen Fällen, wo es zu einer Verurteilung kam, Jagdkartenbesitzer. Man spricht ja gleich von Wilderern, dem widerspreche ich aufgrund meiner Erfahrung, weil gerade ein Greifvogel, wenn ich mir das überlege, für einen Wilderer keinen Wert hat. Ich suche hier einmal Personen, verdächtige Personen, die zum Tatort selbst einen örtlichen Bezug haben. Sei es eben, weil der Grund ihnen gehört, weil das Jagdrecht hier ausgeübt wird, die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft hier betrieben wird. Und so versuchen wir, einen Verdächtigenkreis herauszubekommen. Ich denke, die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass wir da sehr gute Strukturen aufgebaut haben, um illegale Greifvogelverfolgung zu bekämpfen. Es bleibt trotzdem noch genug zu tun. Wir wissen sehr viel. Wir wissen sehr viel vom Umfeld des möglichen Täters. Und ich glaube auch, dass in dieser Geschichte sicher Informationen vorhanden sind. Und ich ersuche ganz einfach, also hier mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir hier weitere Ermittlungsschritte setzen können. Helfen Sie uns, den Kaiseradler zu schützen. Melden Sie Verdachtsfälle von Greifvogelverfolgung. Mit Unterstützung des LIFE-Förderprogramms der Europäischen Union und dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.